Wisst ihr, es ist irgendwie komisch, ne? Ich probiere, und ich habe eigentlich probiert, hey, diese Rants eigentlich selten zu bringen. Oder wirklich nur dann, wenn es notwendig ist. Und ich merkte schon an der Quantität der Rants in den letzten Tagen und Wochen, dass Dinge passieren, die man so nicht vorhersehen kann. Und wo ich einfach, ich bin so pissed gerade. Ich bin so fucking pissed. Also, wisst ihr was, Leute? Wir fangen von Anfang und mal vor ruhig an. Wir machen den quasi den Two-Count-Moment-Teil als erstes und gehen dann zum Emotionalen über, ne? Mit der euch quasi auf das Unterhaltsamere freuen könnt. Keine Ahnung, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Es ist quasi heute ein Two-Count-Moment-Two-Count-Rage, weil das Thema in beide Kategorien reinpasst. Wie gesagt, wir fangen vorerst mal mit dem halbwegs Neutralen an. Was ist überhaupt passiert? Warum gibt es dieses Video? Warum könnt ihr anscheinend kein Deutsch, denn sonst könntet ihr es euch bereits ausmalen, wenn ihr den Titel lesen könnt. Jetzt mal Spaß beiseite. Es ist Folgendes passiert. Becky Lynch hat sich bei der gestrigen Monday Night Raw-Ausgabe verletzt. Ihr habt es vielleicht gesehen oder habt es ziemlich sicher gesehen. Die blutete wie Schwein, hatte eine gebrochene Nase, hat von irgendwem in diesem SmackDown Invasion Massenbrawl eine abgekriegt. Und am Anfang dachte ich mir nur so, ja, geil, richtig awesome. Also nicht, dass sie aufs Maul gekriegt hat, sondern geil, richtig awesome. Dieses quasi blutverschmierte Gesicht und dann trotzdem noch steht sie auf der Rampe wie so ein richtiges Arschloch. Das hätte sie, natürlich unglücklich unter unglücklichen Umständen, hätte sie echt im Prinzip noch mehr overgebracht als eh jetzt schon. Und das hat einfach wirklich so verdammt, wirklich geil ausgesehen, einfach in dieser Badass-Art. Und dachte mir, okay, sie hat eine abgefangen, aber im Prinzip hat ihr das nur ja quasi geholfen, im Prinzip, dass sie eigentlich noch stärker und krasser dargestellt wird. Dachte mir, okay, wird wahrscheinlich Schmerzen haben, aber für Pay-Per-View sollte es kein Problem sein. Denkste, wer hat denn jetzt im Endeffekt ihr eine mitgegeben oder was ist jetzt genau passiert? Und wenn ich dran denke, werde ich das in der Videobeschreibung verlinken. Ein netter Kollege, ich glaube, einer meiner Patrons, ich glaube, der Justin war es, hat mir auf Twitter eine Nachricht geschickt von einem Tweet, der das ganze Footage aufgenommen hat von diesem Massenbrawl. Und da sieht man, wie Nia Jax wirklich volle Breitseite, ich denke, dass es mit der Faust war, also sie wollte halt einen normalen Schlag anbringen, zog halt richtig fest durch und traf genau ihre Nase. Also die Nase war komplett weg. Also zumindest nicht mehr da, wo sie vorher mal war. Ne? Grüße an John Cena geht auch auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Und du hast gesehen, wie sie sich wirklich voll trifft. Also schön durchgezogen, richtig schön auf den Riecher drauf. Und dass das nicht gut aussah und dementsprechend wehtat, ich glaube, das hat man bei Becky gesehen. Ja, so viel zum Vorfall. Und ja, jetzt in den letzten Minuten, ich kam nach Hause. Hab mich gefreut, ja, geil, jetzt eine Woche Urlaub, 12 Stunden Pokémon-Stream wahrscheinlich Donnerstag, dann Samstag Takeover, Sonntag Series, Live-Reactions, Watch Together, dann am Montag noch Review-Stream. Ich will hustlen, ich bin voll dabei, ich bin motiviert, ich hab Bock. Und dann kommst du heim und siehst das allererste, was du siehst. Ja, Becky Lynch gegen Ronda Rousey wurde gecancelt für die Survivor Series. Das ist quasi der Header des Ganzen. Das Match findet zu mittlerweile 95% nicht statt. Von der WWE fehlt aktuell 23:55 Uhr, Standpunkt jetzt, am 13.11. fehlt zwar noch ein Statement. Allerdings hat Brian Alvarez schon getwittert, dass es offiziell wohl vorbei sei mit diesem Match. Ja, kommen wir zum Rant-Teil. Magix. Also, ich habe sie ab und an noch verteidigt, gerade am Anfang, als sie ins Main-Roster gekommen ist. Ja, sie ist ein bisschen eine unsafe Workerin, aber ne, sie wird sich schon steigern und ich sehe Potenzial in ihr. Das war so meine Sätze so vor ein, zwei Jahren. Aber allein in diesem Jahr, innerhalb eines dreiviertel verfickten Jahres, hat sie 7 Wrestlerinnen verletzt. Charlotte zweimal am Nacken. Du hattest Asuka. Eigentlich so Nummer 2. Asuka hattest du. Du hattest Bayley und Sasha Banks. Du hattest Zelina Vega. Du hattest Becky Lynch und irgendeine siebte, die mir noch missfallen ist gerade. Habe ich sie irgendwo offen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin mir sicher, eine siebte Wrestlerin war auch noch dabei. Und
das ist das. Sorry. Da muss man irgendwann mal die Reißleine ziehen. Steckt sie wieder zurück ins Performance Center. Keine Ahnung. Aber sowas darf doch nicht wahr sein. Wisst ihr, ich habe mich bei Brie Bella schon aufgeregt. Im Prinzip ist das bei Nia Jax eine viel, viel schlimmere Geschichte. Weil sie hat in diesem Jahr schon so viele Wrestlerinnen verletzt, obwohl sie keine größeren Pausen hatte, wie eine Brie Bella zum Beispiel. Die hatte ja eine Babypause. Ich habe das zwar ihr nicht wirklich positiv angerechnet, Brie Bella damals in dem Rant, aber im Verhältnis gesehen, Nia Jax ist eigentlich ständig da, ist auf Tour, workt ständig Matches und dass dann immer wieder sowas passiert. Das ist unverzeihlich, sorry. Und sie hat wirklich jetzt schon so viele Wrestlerinnen verletzt und ich bin jetzt einfach sauer, dass dieser, und es war der Main Event, es wurde quasi fast schon bestätigt, dass Ronda Rousey gegen Becky Lynch der Main Event hätte sein sollen bei der Survivor Series. Der ist jetzt weg. Und wisst ihr, was noch weg ist? Mein Hype für die Series. Der ist bei null. Wisst ihr warum? Was hast du denn sonst auf der Karte, was gut aufgebaut ist, was vielleicht geil werden könnte? Ja, rein matchqualitativ könnten sogar 3-4 Matches ganz gut werden. Du hast du irgendwie einen Aufbau und bist du gehypt? Das 10 vs. 10 Survivor Series Tag Team Match ist im Kickoff. Du hast das 5-on-5 Frauen Match, was komplett random zusammengeschissen wurde mit 4 Heel-Damen auf der Raw-Seite. Ja, du hast Shinsuke gegen Seth Rollins, was dann matchtechnisch ganz gut werden könnte, aber wo du wirklich null Aufbau hast, weil Rollins gerade mit Ambrose zu tun hat und Nakamura sowieso nie da ist, weder bei Pay-Per-View noch bei Wochenshows und den US-Title irgendwie in irgendeiner positiven Art und Weise repräsentieren könnte. Das Einzige, wo ich Abstriche machen kann, ja, das ist Mustafa Ali gegen Buddy Murphy. Darauf freue ich mich. Vor allem, weil es auf der Main Show ist, weil sie die Chance bekommen, dass sie in der Main Show sein dürfen. Und, habe ich ja ganz vergessen, Offers of Pain gegen The Bar, das wird sicher ein geiles Match, oder? Hat man super aufgebaut. Ist Hype-Level ist vollkommen da. Und ich bin einfach nur wütend, ich bin pissed, ich bin traurig. Becky Lynch, weil, wisst ihr, du hast mit Becky Lynch den wahrscheinlich obersten Wrestler-Superstar, keine Ahnung, ist mir scheißegal, seit Daniel Bryan 2013. Die wird überall, kriegt die Pops ohne Ende, laute Becky Chance bei Raw gegen Ronda Rousey. Und dann kommt sowas und mein Hype-Level ist einfach komplett weg. Ich bin einfach traurig, ich bin sauer, ich bin wütend. Ich weiß gar nicht, was gerade überwiegt, welche Emotionen. Becky Lynch, die jetzt so viel an Profil dazugewonnen hat, die auf Social Media alles und jeden niederreißt. Und ich glaube, dass auch Match-qualitativ, das wäre ein richtig geiles Ding geworden. Ich wäre auch vom Match of the Night ausgegangen. Klar ist Ronda Rousey jetzt nicht die erfahrenste oder so, aber ich glaube, mit Lynch hätte sie eine gute Chemie gehabt, hätte eine gute Match-Story erzählen können. Und apropos Match, wisst ihr, was das Geilste wäre? Laut Dave Meltzer hätte Becky sogar das Ding gewonnen. Mhm. Und zwar mit Interferences, klar, man will ja Rousey nicht clean verlieren lassen, ist mir vollkommen bewusst, aber es hätte Four Horsewomen Eingriffe gegeben, es hätte Nia Jax gegeben, wahrscheinlich, das ist natürlich alles unter Vorbehalt, was ich hier jetzt sage, aber es stand sehr, sehr stark im Raum. Nia Jax hätte eingegriffen, hätte irgendwo auch Sinn gemacht, weil sie hatte auch noch einen Title-Shot von der Battle Royale von Evolution noch und Becky hätte dann quasi irgendwie abgestoppt oder hätte das Ganze dann gefinisht und Becky Lynch hätte das Ding gegen Ronda Rousey gewonnen. Und das alles womöglich jetzt nicht zu sehen. Und jetzt einen Big Five Pay-Per-View zu sehen, wo alles bis auf dieses Match an Aufbau komplette Krütze, random und zusammengeschisse war, muss man so auszudrücken. Ich sag's ganz ehrlich, es tut mir jetzt natürlich leid für die Leute, die sich jetzt darauf freuen, aber ich sehe keinen Grund, warum ich Reaction oder Watch Together machen sollte für die Survivor Series. Warum auch? Warum soll ich mir einen Pay-Per-View geben, der mit Pre-Show 6 Stunden geht, wahrscheinlich? Wo ich mich auf ein Match freue, so richtig freue, meine ich. Natürlich, andere Matches können gut werden, das 5-on-5 Männer-Match kann ganz gut werden, wo der Aufbau auch da komplett random war und boah, und dann noch mit Brian und Miz bei SmackDown als Team-Captains und ihr wisst doch hoffentlich, was ich raus will. Dass der Aufbau nicht gut war, ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich bin gerade echt im Überlegen, ob ich da irgendwas dazu mache. Keine Angst, Takeover wird es definitiv Live-Reactions geben. Da freue ich mich tierisch drauf und ich glaube, ihr auch und da könnt ihr beruhigt sein. Aber am Sonntag, ich war da sogar kurz davor, dass ich sage, ich mache dann Sonntag gar nichts, auch keinen Preview-Stream. Dann ist mir aber eingefallen, ich habe versprochen, dass nicht nur das Formel-1-Season weitergeht, was ja ein Twitch-Projekt ist und das jeden Sonntag stattfindet, sondern ich habe auch versprochen, dass ich 2K19 zocke. Und ich bin
ein Mann meines Wortes, ich werde das Versprechen definitiv nicht brechen. Es wird Formel 1 und 2K19 gezockt, zumal ich auch versprochen habe, dass es verlost wird. Also es wird Formel 1 Codes zum Verlosen geben und auch 2K19 wird verlost. Und da möchte ich einfach mein Wort halten, dazu stehe ich und das wird auf jeden Fall so stattfinden. Von wann bis wann erfahrt ihr noch in den nächsten Tagen genauer, auch auf Twitter oder auf meinem Discord-Server. Aber da wird definitiv was kommen. Voraussichtlicher Start, 16 bis 18 Uhr Formel 1, 18 Uhr Start dann Kickoff-Stream für die Survivor Series. Ob ich dann in den Pay-Per-View rein streamen werde und das Watch Together werde, beziehungsweise dann dementsprechend Live-Reactions machen werde, das will ich jetzt aktuell nicht versprechen. Vielleicht beruhigen sich meine Gemüter ein wenig, vielleicht gucke ich es mir an, wenn wir schon bei der Series sind. Auch der Krüger wird, wenn dem so stattfindet, auch dabei sein. Also habt ihr da dementsprechend was, auf was ihr hoffentlich freuen könnt. Krüger ist immer wieder geil, ihn dabei zu haben, wisst ihr Bescheid. Und Beispiel dafür ist, und da komme ich jetzt auch nochmal zu einem kleinen Punkt in meinem Interesse, das ihr hoffentlich auch irgendwo verstehen könnt. Heute gab es ein Re-Upload zu Battleground 2017, ja, wo auch Krüger dabei war mit diesem John Cena-Killy. Vielleicht wisst ihr es noch mit einem fetten Lachflash von uns allen. Solltet ihr es noch nicht gesehen haben, checkt die Videobeschreibung aus, da findet ihr nicht nur eben den Twitter-Link für das Footage, wo Nia Jax Becky eine auf den Riecher gegeben hat, sondern auch eben Battleground, und es wird auch in den nächsten ein, zwei Tagen nicht nur eine Preview zu Wargames und der Series kommen, sondern auch noch ein Re-Upload zur Survivor Series 2017 vom letzten Jahr, wo ich, Carsten und Krüger auch wieder ein paar übelste Jokes hatten mit dem Kaufmann-Joke von Krüger, der mir gerade einfiel mit Alexa Bliss. Und ich bin gerade überlegen, ob ich das echt re-uploade. Ja, wahrscheinlich schon. Ihr wollt es ja alle sehen. Und ja, jetzt habt ihr auch so einen Stand, was so das Wochenende ungefähr ansteht. Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Vielleicht noch zum Abschluss. Wie geht's jetzt weiter? Wie könnte man weitermachen mit Becky Lynch? Also eine Notlösung wäre, das Ganze bis zum Rumble rauszuziehen. Sprich, 2 Monate zu warten, dass man jetzt bei der Series vielleicht Ronda gegen Nia Jax macht, und muss mal gucken, was man heute bei SmackDown macht, ja. Wird es in einen Engel verpackt? Schaltet Nia Jax vielleicht sogar Becky Lynch aus? Macht es Ronda Rousey selbst? Oder sagt man einfach ganz klar, wie es ist, dass Becky Lynch nicht antreten kann, weil sie eine Gehirnerschütterung, Nasenbeinbruch etc. sich zugezogen hat? Keine Ahnung. Muss man mal abwarten. Und dann Rumble vielleicht Rousey gegen Becky. Ja, vielleicht baut man da zu Mania hin was auf, einfach um es zu verschieben. Was ich mir auch noch vorstellen kann, dass Becky Lynch den Titel vakantiert und dass sie den Rumble dann gewinnt, wenn sie zurückkehrt, und dann Ronda Rousey direkt um den Raw-Title herausfordert. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die habe ich gelesen, die gefällt mir ganz gut. Vielleicht gibt es auch ein Four Horsewomen gegen Four Horsewomen Match. Vielleicht macht man bei der Survivor Series ganz, ganz spontan Shayna Baszler gegen Ronda Rousey, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, aber vielleicht bleibt man dann doch beim Champion vs. Champion. Ne? Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht macht man jetzt bei SmackDown wirklich ganz, ganz kurz einen Prozess und macht kein Fatal 4-Way-Match um den vakantierten Titel, weil Becky im Anfangssegment den Titel vakantiert hat. Dann hast du Charlotte, Asuka, Naomi und Carmella von mir aus, die vier drin, und Charlotte gewinnt dann von mir aus den Titel, und dann gibt Charlotte gegen Ronda Rousey. Das war auch ein Match, was man schon lange gerüchtet hat. Vielleicht macht man ja aus der Not noch irgendwie eine Tugend. Bei mir ist vorher die Luft raus. Ich warte erstmal SmackDown ab, ich warte die letzte Ankündigung ab, und dann wird weiter gesehen. Dann bekommt ihr auch weitere Infos. So viel Stand jetzt zu dem Ganzen, was diese ganze Woche ansteht. Und ja, das war's zum Tukan Ranch/Tukan Moment. Ich bin niedergeschlagen. Ich habe mich sehr auf das Match gefreut. Ich denke, viele von euch auch. Es wäre der Main Event gewesen. Es wäre der allererste Singles Women Main Event bei einem Big Five Pay-Per-View gewesen. Also quasi fast schon wieder Meilenstein. Und auch ein Main Event, der es definitiv verdient hätte, da zu stehen, wo er stehen hätte sollen. Und ja, mit diesem sehr bitteren Beigeschmack verabschiede ich mich von euch. Danke trotzdem für jede positive Bewertung, für eure Meinung in die Kommentare. Gehe ich mir nachher Jax zu hart ins Gericht oder seid ihr derselben Meinung? Schreibt es mal rein, und vielleicht eure Zukunftspläne für Becky Lynch. Wie soll es weitergehen? Vielleicht ein bisschen diskutieren in die Kommentare. Und ein sehr, sehr trauriger Becky Lynch Fanboy, aka Bungie, legt sich jetzt ins Bett und heult sich zu Tode. Zu Tode ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, denke ich mal, wie es gemeint ist. Was soll ich noch sagen? Macht's gut. Schönen Abend noch. Danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, für eure Aufmerksamkeit. Checkt die Videobeschreibung, wie gesagt, aus für die ganzen Videos. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao.